Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Diesmal etwas Spezielles. Ich habe hier den SNES Classic Mini und Super Mario World. Ich würde mal sagen, ich zeige euch den erstmal. Ich zeige euch den erstmal an sich. Also das sind hier die Spiele. Aber das kennt ihr ja. Der ist ja schon eine Weile raus. Deswegen würde ich mal sagen, gibt's hier nichts Überraschendes. Das Teil wollte ich eigentlich mal schauen, ob ich es behalte. Also öffne. Behalten sowieso, aber ob ich es öffne. Oder ob ich es wirklich so im Karton lasse. Aber geöffnet ist ja, ist egal, ist cool. Kann man es auch mal spielen. Modden werde ich es auf jeden Fall dann, jetzt wo es geöffnet ist. Und ich würde gerne das Ganze eröffnen mit Super Mario World, mit welchem Spiel denn auch sonst. Ich spiele das Ganze hier mit dem Rahmen, wie ihr seht. Ohne irgendwelche Filter oder so. Ich lösche mal den Spielstand. Ja. Ich werde das jetzt anspielen. Werde aber auch in sehr, sehr naher Zukunft ein ganzes Let's Play machen, weil Super Mario World ist das beste Spiel ever. Ja, doch. Kann ich so unterschreiben. Ist das beste Spiel, was es gibt allgemein. Und da gibt es eigentlich auch nicht viel zu diskutieren. Das spiele ich immer wieder gerne. Alle paar Jahre spiele ich es dann einmal durch, wenn ich es mal irgendwie in die Hände kriege. Das letzte Mal war ich zu Besuch bei jemandem. Bei einer Freundin von meiner Freundin. Und die hatte zufällig ein Super Nintendo mit Super Mario World. Und wieso sollte man es denn nicht durchspielen? Kann man an einem Nachmittag gut durchspielen. Muss mir eben die Steuerung anschauen. Der Controller fühlt sich ganz okay an, die Schultertasten sind nicht so geil. Ich kann mich auch nicht mehr an die erinnern, aber hier sind die so ein bisschen klapprig, aber ich glaube, das ist normal. Ja, ich spiele das halt nur an. Bin auch nicht so gut in Jump'n'Runs. Gibt auch nicht so viele Jump'n'Runs auf meinem Kanal. Deswegen spiel aber sehr gerne an sich Jump'n'Runs. Wie zum Beispiel Rayman Legends habe ich gerne gespielt. Mit meiner Freundin. Und ja. Das kann man eigentlich immer wieder hier auspacken. Also auf jeden Fall werde ich das noch let's playen. Wieso ich es nicht schon vorher gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Weil es jeder Kanal hat. Let's played hat vielleicht. Weiß ich nicht. Also es gab immer was Aktuelles oder was Besseres. Was es noch nicht so oft auf dem ja, auf YouTube gibt, aber ja, das war okay. Zack.
Und schon haben wir den Switch Palace aktiviert, damit werden alle gestrichelten da zu richtigen Kästen. Und hier wird auch gespeichert. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus. Ich habe es halt immer so casual durchgespielt, aber so richtig alle Geheimnisse kenne ich nicht. Alle Tipps und Tricks da kenne ich halt nicht. Ja. Sonst... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es immer so... einfach gespielt. Also ehrlich gesagt, nicht irgendwie großartig auf was geachtet oder einfach vor mich hingespielt immer. Also verzeiht mir, wenn ich irgendwas hier, irgendwelche Geheimnisse noch nicht weiß oder mir nicht mehr einfallen. Ist ja schon ewig her, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich habe halt nicht alle Abkürzungen und so im Kopf. So. Ob das beabsichtigt war, vielleicht. Habe ich also alles noch drauf hier. Alles klar. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier schaffe. Habe jetzt auch schon so 10 Minuten hinter mir. Ich weiß nicht, wie viel ich spiele. Ich denke, jetzt noch eine halbe Stunde. Dann komme ich sogar schon recht weit. Ja, ich weiß ja nicht. Das kennt ihr ja. Es müsst ihr kennen. Also wer das nicht kennt, ne? Schämt euch. Es ist... ein sehr schönes, gutes Spiel. Oh. Na, egal. Hier kann man nicht runter. Okay. Alles so kleine Tipps. Dadurch, dass wir den Switch Palace haben, haben wir hier diese ganzen Rufzeichenblöcke, gelben Rufzeichenblöcke, die dann uns schützen, falls wir hier mal runterfallen. Das war's dann auch schon mit dem Level, also man kommt recht fix voran. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und der Controller ist echt... hat sich gelohnt. Also 100 Euro... kann man auch Emulator zocken. Mit entsprechenden Controller kommt das dem hier ja auch ganz nah. Wenn nicht sogar besser. Da hat man ja viel mehr Einstellungen an alles. Aber auf Original-Hardware und alles legal und so, das... das ist schon cool. Start und Select, okay. Ist gut zu wissen. Kann man auch schnell mal vergessen. Thank you.
Ach. Ach nö. Ach, scheiße, Mann. Das hätte nicht sein dürfen. Na gut. Ist doch besser gelaufen als gedacht. Ja, die Anfangslevel sind noch alle recht kurz, recht leicht. Eigentlich ganz, das ganze Spiel, also kann man recht gut halt durchspielen, auch wenn man jünger ist, ist halt ein Nintendo-Spiel, so ein Mario-Spiel, die sind ja nicht so. Nicht ran. Ach, scheiße. Ah, doch. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ich soll ihn also in den Lava-Pool schmeißen, um ihn zu besiegen. Oh, das weckt alle sehr, sehr schöne Erinnerungen. Immer wieder gespielt. Sehr schön Design. Auch heute noch sehr, sehr schöne Grafik. Kann den auch jetzt hier so besiegen. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt auch treten, auf den Kopf springen. Speedrunner auf jeden Fall sehr beeindruckend, was die alles hinbekommen. Jo, dann hätten wir das geschafft. Haben nicht mal lange gebraucht, eine Viertelstunde, so ungefähr. Und ja. Dann reisen wir mal weiter. Ich schaue mir gerade den Controller an, der ist sehr, sehr hübsch. Die Struktur, der Druck, die Knöpfe. Ist cool, ist cool, ist cool. So, ja, dann machen wir einfach mal weiter. Hier müsste es eine Feder geben. Ach, du Scheiße. Kann man den eigentlich so besiegen? Ja, kann man. Reicht das als Landebahn? Nee. Aber ist okay, dadurch habe ich. Nein! Ah! Ist es eigentlich immer gleich? Nee, ne? Ja. Ach. Ach. Na gut, zwei Leben. Auch gut. Wie viel habe ich denn? 19. Sehr gut.
Schon haben wir den geheimen Ausgang gefunden. Ich gehe aber dann noch mal durch den regulären. Man kann recht viel vom Level hier skippen, indem man halt fliegt. Es macht echt immer wieder Spaß. Oh. Y-Button. Y-Button. Ach, ich kann ja nicht. Oh nee. Schade. No! Damit habe ich sehr viel Zeit verbracht. Mit diesem Gebiet hier quasi. Ah! Na gut, das reicht. Das reicht, was die Münzen angeht. Ich muss schon sagen, der Controller ist ein bisschen unhandlich. Bisschen krampfig, muss ich sagen. Ach so, ja. Ja, aber vielleicht sitze ich auch einfach nur blöd. Okay. Ah! 40, sehr gut. Hi. Da läuft Yoshi durch den Bildschirm. Ach, nur ein. Na gut. So, dann hätten wir hier die Verzweigung. Und ja, das Untergrundlevel. Ich denke mal noch dieses und noch eins, dann reicht das auch. Dann reicht das auch fürs Angezockt zumindest. Aber echt. Ich müsste es. Oh, ich krieg direkt Bock, das. Es ist einfach so gut designt. Es spielt sich so gut. Die Steuerung ist knackig. Funktioniert so, wie sie sein sollte. Sehr präzise alles. Grafisch ansprechend. War das so, dass man hier rein kann? Ja, ne? Hier? Hier rein? Ja. Ach du Scheiße.
Okay. Oh Gott, ich rieche schon, wenn ich das Let's Play mache, das ist. Also da oben ist zumindest was. Ja, ich kann. Wenn ich Yoshi gehabt hätte, hätte ich das Ding und dann hätte ich damit fliegen können und so und ja. Ich weiß jetzt nicht, was da oben auf mich wartet, ehrlich gesagt. Aber dadurch habe ich das Level relativ gut geschafft. Ich habe extra jetzt das untere rechte hier nicht gemacht, weil fuck off, Unterwasserlevel. Nur wenn es sein muss. Das ist meine Meinung zu Unterwasserleveln. Fuck off. Also, wenn man ja, ich muss den Ausgang finden. Muss halt aufpassen, dass mich die Geister nicht erwischen. Wenn ich sie anschaue, dann bewegen sie sich nicht. Wenn ich weggucke, dann kommen sie mir entgegen. So, der Pfeil zeigt nach da. Also gehe ich auch mal nach da. Aha. Ist also falsch. Heißt das? Ich muss hier wieder durch. Ne, dann komme ich hier wieder an. Okay. Ach. Hier ist. Ja, okay. Easy. Ja, dann mache ich noch eins. Das ist immer das Problem hier bei Super Mario World. Man denkt sich immer noch ein Level, noch ein Level. Es war ja auch noch viel schwieriger für mich damals. Wenn man ein bisschen jünger ist, vielleicht. Dann ist man eigentlich sogar grundsätzlich ein bisschen besser. Aber ja. Also mein frühes Ich war auf jeden Fall besser in Videospielen allgemein als mein jetziges Ich. Liegt aber, weiß ich nicht. Auf jeden Fall an der Geduld liegt's. Damals auf jeden Fall sehr viel Geduld. Wenn man jung ist, hat man halt sehr viel Geduld. Ist halt so. Dann mechanisch, skilltechnisch, also war ich vielleicht nicht mal unbedingt schlechter, besser. Ah, okay. Ich habe vielleicht auch nicht alles verstanden. Englisch war ja auch nicht in der Zeit. War ich ja noch sehr jung. Und ja, Mario braucht ja jetzt auch kein Englischkenntnisse. So gesehen. Ist ja total egal. Was man nicht versteht, findet man ja irgendwie dann raus. Irgendwie. Na. Natürlich jetzt problematisch. Aber ich krieg dafür hier extra Leben. Zwei Stück.
Ah, ist schon durch. Sehr gut. Ich würde sogar sagen, das reicht als Vorgeschmack. Das Bonus-Game nehme ich noch mit. Ach. Ich hab's fast, ich hab's fast. Oh, fast, 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 fast. Oh, auch nur eins, schade. Ich hatte so ein gutes Gefühl damit. Dabei. Ja, das war Super Mario World. Das war das angezockt. Super Mario World auf dem SNES Classic Mini. Und ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel. Ich kann es ja noch schon mal aussuchen. Vielleicht etwas, was ich noch nicht gezockt habe. Mega Man X vielleicht. Secret of Mana habe ich sehr weit gespielt. Drei Viertel vielleicht des Spiels oder so. Oder ja, weiß ich, 80%. Würde ich so mal schätzen. Ist ja fast drei Viertel. Dann habe ich zusammen mit Bug gespielt. Mit einem Kumpel. Über dem Emulator online. Das war technisch schon eine kleine Herausforderung. Damals für mich. Hat aber funktioniert. Und wir haben dann online Secret of Mana zusammen gezockt. Hab's auch aufgenommen. War ganz cool. Ich würde aber sagen, ich spiele als nächstes Super Street Fighter. Nee. Street Fighter 2 Turbo. Hyper Fighting heißt es ja. Steht ja da oben drauf. Jo. Bis zum nächsten Mal.